Nachgefragt bei Simon Riesche in Beirut. Wie groß sind denn die Erwartungen an das Treffen in Doha? Besonders vor dem Hintergrund, dass von der Terrororganisation Hamas ja niemand direkt dabei ist. Naja, die Erwartungen sind sehr, sehr groß. Das müssen sie ja auch sein, denn der Zeitpunkt ist kritisch und es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Es geht um so viel für die Konfliktparteien, also für Israel und die Hamas, aber natürlich vor allem für die Familien der israelischen Geiseln, die seit 10 Monaten auf ihre Liebsten warten und sich um sie sorgen. Für die Zivilbevölkerung in Gaza, die seit 10 Monaten unter diesem Krieg zu leiden hat. Es geht um sehr, sehr viel. Es geht auch um sehr, sehr viel für die gesamte Region. Denn die Frage, ob es zu einer Waffenruhe in Gaza kommt oder nicht, die hat ja auch eine Auswirkung auf die Sicherheitslage an vielen Orten in der Region. Zum Beispiel hier im Libanon, wo ich mich befinde und wo die Hisbollah sitzt, die sich mit Israel seit 10 Monaten Gefechte liefert. Also wird das hier eskalieren. Eine Waffenruhe in Gaza würde auch die Lage hier beruhigen, zumindest vorübergehend. Also das sind die Hoffnungen. Man sieht, wie groß die Erwartungen sind, auch in den Statements der vermittelnden Kräfte. Das amerikanische Außenministerium hat noch mal ganz klar gesagt, jetzt wirklich gelte es, nicht durch irgendwelche Aktionen die ganze Sache wieder zu gefährden oder auf das falsche Gleis zu bringen. Also da sieht man die Angespanntheit. Naja, und der zweite Teil der Frage, wie wichtig das jetzt ist, dass die Hamas eventuell nicht direkt dort beteiligt ist. Ich glaube, meine Einschätzung ist, dass das Ganze schon eher Verhandlungstaktik ist, als jetzt eine Absage an die Verhandlungen. Also die Hamas wollte sich da offenbar deutlich positionieren, dass man zumindest mal abwarten will, was denn jetzt überhaupt auf dem Tisch liegt und dann in vielleicht einer zweiten Runde dazu Stellung bezieht. Wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen? Die Hamas, die ist ja nicht bei den Verhandlungen direkt dabei, aber hält sich dennoch in Doha auf. Man muss ja auch irgendwo das Gesicht wahren der Verhandlungspartner. Wie funktioniert das? Ja, ganz richtig. Die Hamas hat ja eine Präsenz in Doha. Doha war auch die Stadt oder Katar das Land, in dem sich der getötete Hamas-Chef Haniyeh ja aufgehalten hat. Also die Organisation dort verfügt über eine Präsenz. Dann wird es irgendwie so ablaufen, dass die Vermittler, natürlich vor allem Katar und Ägypten, also weniger die Amerikaner, aber die arabischen Vermittler dann nach den Gesprächen den Kontakt aufnehmen, die Kanäle bespielen zu Hamas und dort wahrscheinlich dann irgendeine Art von Reaktion von der Hamas abfragen. Und dann könnte es in weiteren Schritten dann weitergehen. Also so in etwa muss man sich das vorstellen. Aber ganz richtig gesagt, das Misstrauen ist natürlich sehr, sehr groß. Es besteht so gut wie kein Vertrauen zwischen Israel und der Hamas. Also da ist davon auszugehen, dass sich die Seiten gegenseitig auch weiter vorwerfen, über den Tisch gezogen zu werden von der jeweils anderen Seite. Also eine sehr, sehr brüchige und schwierige Verhandlungslage. Gibt es denn neue Informationen zum Zustand der von der Hamas entführten Geiseln? Es gab jetzt gerade heute eine sehr, sehr wichtige Botschaft, eine Stellungnahme der Hamas. Da ging es um den Tod einer Geisel in dieser Woche. Darüber wurde ja schon berichtet. Da hat die Hamas jetzt erklärt, dass dieser Tod also auf das Konto eines Wächters geht, der sozusagen gehandelt habe, weil er selbst diesen Tod wollte. Er sei ein Vater zweier Kinder gewesen, die bei israelischen Angriffen gestorben seien und habe deswegen selbst das Heft in die Hand genommen und diese Geisel getötet. Die Hamas habe das ausdrücklich nicht von ihm gewünscht, sondern sagt, das sei gegen die Abmachung gewesen. Also da versucht offenbar die Hamas jetzt unmittelbar vor Beginn dieser Verhandlungen zumindest diesen Fall etwas aufzuklären, vielleicht etwas Spannung auch rauszunehmen. Aber ganz klar, die große Frage, wie es jetzt den anderen verbliebenen Geiseln geht, das ist die Frage, die Israel bewegt. Und das ist letztendlich auch der große Knackpunkt der Verhandlungen, wenn es darum geht, wer kommt jetzt wie schnell frei und wie läuft das Ganze ab. Nun hoffen ja die Vermittler Katar, Ägypten und die USA darauf, dass sich nun beide Seiten annähern. Sollte das nun nicht der Fall sein, wird dann ein Militärschlag Irans gegen Israel wahrscheinlicher? Und was heißt das dann für die ganze Region? Das ist die große Befürchtung. Ich habe es eingangs gesagt, auch die Zukunft der Region steht mittlerweile auf dem Spiel bei diesen Verhandlungen über die Waffenruhe in Gaza. Es gibt ja verschiedene Feinde Israels in der Region, die sich auch seit 10 Monaten mehr oder weniger regelmäßig Gefechte liefern. Die Hisbollah hier im Libanon, der Iran, der als Feind Israel natürlich agiert und angekündigt hat, zu reagieren auf den Tod von Hamas-Führer Haniyeh, der ja in Teheran ermordet wurde. Es gibt die Houthis im Jemen. All diese Konflikte
Konflikte könnten beruhigt werden, zumindest vorübergehend, wenn es zu einer Waffenruhe kommt. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn es zu dieser nicht kommt, dann ist davon auszugehen, dass es weitere Spannungen geben wird. Dann ist davon auszugehen, dass der Iran seine Drohungen wahrmacht, massiver zurückzuschlagen. Dann ist davon auszugehen, dass auch die Hisbollah weiter kämpfen wird. Also da ist die Sorge vor einer regionalen Eskalation mit am Tisch bei den Verhandlungen in Doha über die Waffenruhe in Gaza. Dankeschön, Simon Riesche nach Beirut für diese Informationen.